Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo am Samstag auf meinem Kanal. Und wie letzten Dienstag ist es auch heute wieder so, dass ich einen Zuschauerwunsch umsetze, der sehr häufig in den Kommentaren zu finden war, und zwar, dass ich mal ein Faktenvideo über die heulende Hütte machen soll. Gesagt, getan, präsentiere ich dir damit diese 10 Fakten, die ich herausgefunden habe, und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Los geht's! Fakt Nummer 1. Bei der sogenannten heulenden Hütte handelt es sich um ein altes, windschiefes Holzgebäude mit vernagelten Fenstern, welches am Rande des Zaubererdorfes Hogsmeade liegt. Fakt Nummer 2. Über Jahre hinweg hielt sich hartnäckig der Ruf, dass es in der heulenden Hütte spuken soll und es von diversen Geistern heimgesucht wird. Unterstützt wurde dieser Mythos einerseits durch die oft zu hörenden Schreie aus dem Inneren des Hauses und andererseits durch Albus Dumbledore selbst. Fakt Nummer 3. Der Grund für Dumbledores Zutun und seinen Wunsch, den Mythos aufrechtzuhalten, lag an der realen Bestimmung der heulenden Hütte. Denn diese diente einst dazu, Remus Lupins Verwandlung in einen Werwolf fern von neugierigen Augen stattfinden zu lassen. Zum beidseitigen Schutz, versteht sich. Fakt Nummer 4. Ein unterirdischer Gang führt von Hogwarts aus zur heulenden Hütte. Dieser beginnt zwischen den Wurzeln der peitschenden Weide, die gleichzeitig auch den Zutritt für Unbefugte quasi unmöglich machte, und endete direkt in der heulenden Hütte selbst. Weiter geht es mit Fakt Nummer 5. Nach Aussage des fast kopflosen Nick betreten nicht einmal Geister die heulende Hütte, was beweist, wie furchterregend diese sein muss. Fakt Nummer 6. So traurig das ist, aber Severus Snape teilt eine schreckliche Geschichte mit der heulenden Hütte. Im Jahre 1975 erzählte Sirius Black ihm, dass wenn er unter die peitschende Weide ginge, er herausfinden würde, was mit Remus nicht stimmt. Doch dieser war zu dem Zeitpunkt in seiner Werwolfsgestalt und hätte Snape umgebracht. Am 6. Juni 1994 wurde Snape in der Hütte entwaffnet und bewusstlos geschlagen. Und am 2. Mai 1998 wurde er in der Hütte von Nagini ermordet. Fakt Nummer 7. In der Verfilmung von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Part 2 wurde die heulende Hütte mit dem Bootshaus als Standort vertauscht. Denn während Voldemort im Buch in der heulenden Hütte wartet und dort auch Snape ermorden lässt, passiert es im Film stattdessen im Bootshaus von Hogwarts. Fakt Nummer 8. Ist dir schon mal aufgefallen, dass sich die Wände der heulenden Hütte im Film zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ganz langsam bewegen? Nein, mir bisher auch nicht. Fakt Nummer 9. Die heulende Hütte wird eher als ein großes zweistöckiges Haus und weniger als eine Hütte in den Verfilmungen gezeigt. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 10. Albus Dumbledore verzauberte die Hütte so, dass Remus Lupin selbst als Werwolf keine Chance hatte, aus dieser zu entkommen. Ja, das war mein kurzes, knackiges Faktenvideo über die heulende Hütte. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Logo da. Checkt auch gerne die anderen beiden Videos hier an der Seite ab, darüber würde ich mich sehr freuen. Und in diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!